Herzlich willkommen bei Windows Power D und einer neuen Anleitung. Im heutigen Video wollen wir euch Microsoft Forms ein wenig vorstellen. Nach dem Intro geht es immer gleich los. Microsoft Forms ist eine Software, mit der ihr ein interaktives Quiz zum Beispiel erstellen könnt, was ihr dann an eure Freunde verschicken könnt. Das ist zum Beispiel auch sehr gut, nicht nur für Quiz, sondern auch für Lehrer, für ihre Schüler. Da kann man zum Beispiel auch Aufgaben abgeben und diese kann man dann versenden und da können dann alle mitmachen. Um euch zu zeigen, was das genau ist, loggen wir uns in unseren Microsoft Account ein. Das heißt, wir gehen hier auf outlook.com. Dann loggt ihr euch ein mit eurem Account. Ich habe mich hier schon eingeloggt. Und wenn ihr da drauf gegangen seid oder wenn ihr eingeloggt seid, dann klickt ihr hier auf diese Sterne und wählt alle Apps aus. Und hier haben wir dann Forms. Das klicken wir an. Und so sieht mal die Vorlage aus. Ihr seht, hier habe ich schon was erstellt. Das werde ich jetzt löschen, damit wir ein neues erstellen. Also, wir klicken auf Neues Quiz. Umbenannt. Hier gibt es einen Titel ein. Eine Beschreibung. Müsst ihr aber nicht, aber ist halt besser. Hier könnt ihr ein Bild einfügen. Von eurem PC, OneDrive oder hochladen. Ich lade mal eins hoch. So. Und los geht's. Neue Frage hinzufügen. Einen Text. Nun, die Antwort hinzufügen. Hier die Punkte könnt ihr auswählen, wie viele Punkte soll man dafür bekommen. So, ich sage mal 5. So, dann die nächste Antwort hinzufügen. Da habe ich schon einen Rechtschreibfehler. Also nächste Antwort ist hier, ihr könnt es natürlich Multiple Choice, mehrere Auswahl. Und wir machen eine dritte noch dazu. So. Hier könnt ihr eine lange Antwort, das heißt, man kann dann den Text dazu schreiben oder anklicken. Und erforderlich könnt ihr auch noch, das heißt, man muss das anklicken, dass man weiterkommt zur nächsten Antwort. Und gleichzeitig, wenn ihr hier draufklickt, könnt ihr auch Mathematik anklicken und das heißt, hier gibt es dann Gleichungen oder ihr könnt hier wirklich dann Formeln, was auch immer, eingeben. So, also wir haben die Frage, wir haben hier die Antworten und die Punkte, was man bekommen kann. Und wir gehen weiter. Wieder Text. Ihr könnt natürlich hier eine Frage eingeben, was ihr auch immer wollt. Welche der Begriffe ist kein... So, Antwort. Und hier geben wir noch eine andere. Auch hier könnt ihr natürlich die Frage kopieren und vielleicht weiter einfügen, die Frage löschen und ihr könnt die Folie noch verschieben, dass das an erster Stelle steht. Also wir haben hier die nächste, auch hier gibt es 5 Punkte und eines machen wir noch, wieder einen Text. Ihr könnt hier natürlich auch eine Bewertung einfügen und ein Datum. So, die nächste Frage lautet hier.
Antwort. So, was geben wir hier noch als Antwort? Und ja, hier geben wir noch ein. So. Jetzt haben wir mal drei Fragen hier erstellt für unser Quiz. Das heißt, maximal kann man hier 15 Punkte bekommen. Ihr klickt auf Antworten und dann könnt ihr hier zum Beispiel das Ganze überprüfen, könnt ihr es aber auch in Excel öffnen. So, wir gehen wieder zurück. Und nun der nächste Punkt ist Design. Das sieht ja hier nackt aus, sieht nach nichts aus. Wir wollen ja das ein bisschen schöner haben. Jetzt könnt ihr hier ein Design auswählen durch das Klicken. Das sieht zum Beispiel auch sehr gut aus. Die Farbe könnt ihr hier ändern. Ich wähle aber das hier, das hat mir am besten gefallen. So, und wenn ihr alles fertig habt, dann könnt ihr hier zum Beispiel auf Senden gehen. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, diesen Link zu kopieren und den Leuten zu schicken, die da mitmachen können. Ja, der nächste ist ein QR-Code. Ihr könnt das auch einbinden auf einer Webseite oder das Ganze mit E-Mail versenden. Um euch zu demonstrieren, was damit gemeint ist, zeigen wir euch das Ganze. Das heißt, wir klicken hier auf QR-Code, schalten hier unsere Kamera ein und scannen den QR-Code und anschließend öffnen wir das Ganze. Und schon seht ihr, dass ich hier das Quiz auf meinen Handy übertragen habe und das Ganze in 2 Minuten. Natürlich gibt es hier viel, viel, viel mehr an Auswahl, was ihr hier alles machen könnt. Ja, ihr könnt, wie gesagt, hier Rechenaufgaben erstellen, ihr könnt hier Quiz erstellen, ihr könnt es interaktiv erstellen, damit hier jeder mitmachen kann. Ihr könnt Gleichungen hier erstellen, ihr könnt wirklich so viel erstellen. Ihr könnt euch jetzt nicht jeden Punkt zeigen, weil sonst würde das Ganze den Rahmen sprengen. Ansonsten, es ist kostenlos, es ist wirklich ein tolles Tool. Ich empfehle es euch auf jeden Fall zu verwenden und auszuprobieren. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann verwendet doch unser Windows Power Forum. Abonniert unseren Kanal, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Ansonsten, vielen Dank fürs Zusehen, euer Windows Power Day Team.